Hi Leute, Jago hier, eure Nummer 1 Quelle der Metroidvania-Szene in Deutschland. Wir spielen heute die Demo von Chronicles of the Wolf, einem Metroidvania. Ihr habt ja bestimmt gedacht, ich habe ein paar Notizen. Das Spiel kommt dieses Jahr raus, und zwar noch dieses Jahr, erstes Quartal 2024. Wird leider nur auf Steam erscheinen. Die Vollversion wird auf Deutsch, Englisch und vielen anderen Sprachen erscheinen, aber die Demo ist jetzt erstmal nur auf Englisch und vielen anderen Sprachen, aber Deutsch ist nicht dabei. Das Setting ist so ein bisschen dark oder düsteres Fantasy, eher so Richtung Castlevania. Und die Entwickler sind Migami Games, falls die der ein oder andere kennt. Die haben nämlich auch die Castlevania Fan Games gemacht, die sich The Liquid Chronicles nennen. Habe ich noch nie von gehört, habe ich vorhin nur gegoogelt. Und der Publisher ist Pixelhard, habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört. So, das erste, was mir aufgefallen ist, das ist ein sehr lautes, sehr schrilles Menügeräusch. Lassen wir mal so stehen. Aber mein Ding ist, wenn ich hier A drücke, ja, ich drücke A, man sieht es, dann passiert nichts. Ich muss X drücken und Y zum Abbrechen. Wer hat sich das denn ausgedacht? Was ist das denn? Das ist ja krank. Aber gut, wir schauen uns das jetzt auf jeden Fall mal die nächsten 20 bis 30 Minuten gemeinsam an. Und dann könnt ihr selber entscheiden, ob euch das gefällt. Und dann, ja, schauen wir mal. Das ist schon wieder ein sehr klassisches Safe-Game-Menü. Oh, ich darf mich benennen! Na, ich bin... Oh, ist das laut, Alter. Ich bin All Caps Jergo. Jergo. Schade, dass ich so viele Slots zur Verfügung habe. Ich dachte, ich hätte jetzt wieder nur vier, wie in den alten Games, und dann wäre es Jerk. Hundreds of years, the Rose Cross Order has shielded mankind from the evil which lurks in the shadows. But like weeds, those shadows can grow long, reaching out to claw away at the fabric of society. In the year of 1767, the Rose Cross Knights gathered in their great hall, where plans were underway to stop a new threat which had already claimed many lives. Ich wollte sagen, was ist das schon? Lombardo, come forward. Fully voiced. You have trained hard for many years, and it is time to put your skills to use. You will go with the Knights of the Rose Cross Order to the region of Gévaudan in France. Upon returning from this quest, you will earn your place as a Knight of the Rose Cross Order. But first, show us that you are prepared. Jump! Süß. Wenn ich auf einer Plattform stehe, noch kann ich da runterspringen. Okay. Nach. Move on a rope. Achso, ich muss jetzt mal ranspringen. Okay. Slide down on a rope. Okay. Attack. Downward diagonal attack. Ah, ist ja krass. Oh, die Wurfmesse. Die Wurfmesse, wie in dem anderen Game, Castlevania, bam. Was? Ich hab Mana, okay. May also be performed while midair. Achso, Charged Attack. Achso, ich soll das gedrückt halten. Der Schrei ist cool. Special Attack of the Main Weapon, das ist die Leiste da links oben. Very good. Now, go to France and fulfill your mission. Jawohl, Sir. Die Artworks sind geil. With his training completed, Matteo Lombardo set off with the Knights of the Rose Cross Order to southern France. He knew nothing of the horrors that would face him at their destination in the cursed lands that lay ahead. After many days of travel, they arrived in the region of Gévaudan. They marched deep into the forest as the darkness fell upon them. My God, you're alive! The wolf attacked your group. They're all dead. We have to go. We're running out of time. Do you hear me? Do you hear me?
Holy Jesus! This place is not safe. I hear them. They are approaching. I have to go. Meet me in the clearing to the east. Yes, ma'am. Ey, meine Waffen! Was für Lümmel. Also ich mag ja den Artstyle von den Cutscenes. Also von diesen Bildern. Cutscenes in Anführungszeichen, von den Bildern halt. Und ich mag den Artstyle hier. Und dass das so ein bisschen... Guck mal, jetzt habe ich hier den Hintergrund. Und so ein bisschen Vordergrund durch dahinter laufe. Das ist... Wah! Das ist super Castlevania und ich liebe es. Es ist sehr retro. Aber ich finde es extrem geil, wie es präsentiert wird. Und ich finde es auch extrem geil, dass alles gevoice-acted ist. Okay. Ehrlich gesagt, nachdem ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, ja, gut, ein weiteres generisches Game. Aber das sieht jetzt ehrlich gesagt schon ganz geil aus. So, wir sammeln immer mehr Mana. Wir haben jetzt 6 Mana. Oh, oh. Papa hat schon das Secret gefunden. Kann ich auch irgendwie rollen? Ich habe L2 gedrückt. Wir haben ein Character-Menü. Okay, gehen wir mal durch. Haben wir eine Maus? Ich habe keine Maus. Okay, wir sind Matteo Lombardo. Wir sind normal. Ja, ziemlich based, ne? Level 1. Wir haben 4 XP von 50. Broadsword. Das heißt, wir werden noch eine andere Waffe kriegen. Verschiedenste Ausrüstungen. Rusty Ring. Leben, Mana und Orbs. Charge Level 1. Poison Resist, Curse Resist, Stun Resist, Disable Resist, Weak Resist. 1% Luck, 5% Crit, 1 Defense, 5 Attack. Das ist ja cool. Achso, X. Ja gut, das sieht aus wie ein RPG-Maker-Menü, aber damit kann ich leben. Ich bin ein RPG-Maker-Fan. Holy Relics. Sind das alles Items, die ich haben kann? Guide. Achso. Tutorial, okay. Enemy Chart. Ja, ich hätte es halt Bestiarium genannt, aber gut. Aber da sieht man, was die für... Oh. Guck mal. Das ist ja cool. Ich mag sowas. Da. Man sieht, was die droppen können. Und man sieht, was die für Rare-Items droppen können. Das finde ich immer geil. Und man sieht, wie viele man gekillt hat. Okay. Das Spiel wird sehr schnell. Sehr cool. So. Die Frage aller Fragen. Sind das Instant-Death-Stacheln? Nein, sind es nicht. Gott sei Dank. Wieder was richtig gemacht. So, jetzt haben wir 12 Wurfdolche. Oder... Moment. Ne, wir haben 13 Charges auf den Items, glaube ich. Kann ich hier hoch? Oh, der springt so niedrig. Oh Gott! Gegner haben keinen Knockback. Finde ich gut. Ich kill den. Ein Dagger. Hat er den jetzt gedroppt, ja? Ist ein bisschen komisches Layout von den Tasten. Equipment. Broadsword. Wir machen Dagger jetzt. Soll ich den? It's so dull. Das ist so shit. Basic Sword. Guck mal, der ist schlechter als unser Schwert, deswegen nehme ich den mal. Vielleicht ist der schneller. Oh, anderes Moveset. Und der ist turbo schnell. Cool. Ah! Oh. Warte mal, wie werfe ich meine Dagger? War das nicht? Kann ich das nur machen, wenn ich... Hä? Wie ging das denn? Warte. Ah, wir haben noch eine Karte. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das Einzige, was mich gerade stört, ist... Das Layout der Tasten. Kann ich das ändern? Hier jetzt nicht mehr. Confirm Exit. Nee, will ich nicht. Wie schmeiße ich meine Sachen? Nach oben. Ach so. Und wenn ich mal werfe, dann verbraucht das 2 Mana. Also 2 Charges. Fledermaus. Weg! Mist. Looks promising so far, sag ich mal. Oh. Warte! Ja, das ist nicht meine Waffe. Der Dagger ist nicht meine Waffe. Equipment wechseln. Hier auf Broadsword. Kann ich eigentlich auch einsehen, was das alles macht. Hat Matteo auf einer seiner Reisen gefunden. Okay, das gibt Resistenz. Das gibt Defense wahrscheinlich. Ja, genau. Das gibt Crit. Okay. Sonst müsste eigentlich langsam der Bossfight. Oh, hallo. It's Big Dog! Oh, it's Big Dog following me! Ah, daneben! Das spielt sich überraschend gut.
So, was mache ich denn, wenn mich einer anschießt? Rüberspringen, okay. Hitboxen sind ein bisschen unklar. Weiß nicht, ob sich das auf Dauer negativ auswirkt. Das muss ja ein Speicherpunkt sein, ne? Das heilt mich sogar. Safe Game. Ey, sehr gut. Sehr, sehr gut. Es kommt. Hier kommt Johnny. Oh, what's this? Also den Grafikstil, den muss man halt mögen oder man mag ihn nicht und ignoriert ihn. Ich finde es gut, dass man seine HP sieht. Also in HP-Leiste und in... naja. Zahlen. Der war jetzt nicht schwer, ich habe den einfach tot gekloppt. Kann ich hier runter? Nein. Sind das Ratten oder soll das Käfer sein? Ich kann ihn zertreten, das ist cool. So, hier ist doch was versteckt, oder? Nee. Schwupp, 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 schwupp. Ich krieg Poison Damage, ich kann nichts dagegen tun. Aber wir hatten Level Up und... Don't you die on me now. Genau. Don't you die on me now. As Mateo lost consciousness, the woman in the green clothes carried him away on her horse. The beast is the worst scourge that the region of Gévaudan has ever known. Its victims are many. The inhabitants are terrified, and there are few who dare to venture out of the towns. The woman in the green clothes took the debilitated warrior to a safe place, and then she quickly disappeared. Mateo woke up late the next morning in an inn. He couldn't stop thinking about the horrors he had experienced during the night. As he sat up, he was struck by the sobering thought that he was now the only remaining member of the Rose Cross Order in Gévaudan. The mission to kill the beast now fell solely to him, a mere apprentice. Sound ist ein bisschen komisch abgehackt manchmal. Wir haben ein Inn! Hey, sind Leute! Ein richtiges full-fledged Metroidvania RPG? I've been working at this hospital for some time. There are very few travelers who have come since the beast appeared. Ja, okay, also der arbeitet schon sehr lange im Krankenhaus. Es sind sehr wenige Reisende angekommen, seitdem das Biest hier rumläuft. Okay. Du hast Glück, dass du am Leben bist. Der letzte gut aussehende Typ, der hier lang gekommen ist, der wurde vom Biest getötet. Sein Name war Damien Couture. Couture? Er hat in der Wassermühle im Westen gearbeitet. Okay. Mary Jean hat dich reingebracht in der Mitte der Nacht. Du hast irgendein Gas eingeatmet in den Katakomben und bist ohnmächtig geworden. Schön zu sehen, dass es dir besser geht. Dieses verdammte Biest. Treibt hier jeden das Grauen in die Knochen. Aber mein Sohn Pierre und ich, wir haben keine Angst. Ja, dann seid ihr halt dumm. Hier ist ein richtiges Village. Crystal Inn? Also die, vielleicht, nee, Chastel Inn, guck mal. Ich habe Crystal Inn kaum lesen können. Da sollten sie vielleicht nochmal ein bisschen was an dem Font machen. Welcome, Travelers. Es ist so gruselig. Schreckliche Events passieren ständig, seitdem das Biest unterwegs ist. Die Toten sind aus ihren Gräbern auferstanden und übernatürliche Kreaturen laufen hier im Ort rum. Keiner traut sich aus dem Dorf raus. Also, abgesehen von Jean Chastel und seinem Sohn Pierre, den Inhabern des Inns. Die zwei sind mutig oder dumm. Nur einige wenige, die das Biest gesehen haben, haben überlebt. Es gibt Captain Duhamel, der mit seinen Leuten in der Stadt von Lannion. Ich habe noch nie Französisch gehabt in meinem Leben. Deswegen, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Lannion, far to the east. Achso, hier im Osten. Außerdem gibt es da diese wunderschöne junge Frau mit dem Namen Marie-Jean Vallée. Also die grün gekleidete Dame, die uns gerettet hat. Was haben wir hier? Huch. Welcome to my shop, Warrior. Das ist ja cute. Was ist denn ein Espadon?
So schwer, dass man das mit zwei Händen tragen muss. Okay. Eine Lederrüstung. Eine Shoddy! Na gut, ist keine Shoddy, aber ich meine basically schon. What can I interest you in? Ah, und sie hat Potions, alles klar. Und Antidotes und wir können nur maximal drei davon tragen. Eine Karte! Die kostet aber 300 Gold und wir haben 25. I will come and see you again. Ja, ja, okay. Es gibt einen merkwürdigen Spektralwolf, wenn man nach Osten weitergeht. Ich bin mir sicher, das war vorher nicht da. Okay. Chicken! Hey, kannst ja voll viel gucken und quatschen. Ich werde das Biest oder anderen bösen Kreaturen nicht zulassen, dass sie meine Familie verletzen. Okay, wir gucken uns jetzt hier nur mal ganz grob noch um. Ich will jetzt hier nicht so viel Zeit verbringen, weil wir sind ja hier um zu Dämonen. Kann ich hier irgendwas klauen? Nein, aber ich kann hier rein. Das finde ich schon mal cool. Ich mag so leere Räume. Baroness Forest Watermill. Okay. Ein Speicherpunkt. Aber ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Ich meine, gut. Hätte ich jetzt wahrscheinlich erfahren können, wenn ich die Dame gefunden hätte. Ich kann hier auf jeden Fall nach links zurück. Ich gehe jetzt erstmal nochmal ins Dorf und suche mal die Lady. The Lady. Ich bin eine Lady. Jetzt regnet es und die sind drin, oder was? Nee, nicht alle. Ha. Huh. Okay, das Dorf verändert sich je nach Wetter? Fragezeichen. Oh, Geld. Ich mag Geld. Ich habe jemandem das Ersparte geklaut. Ich bin ein wahrer Held. Aber ich tue es ja nur für mich. Okay, nach links geht's bestimmt dahin zu dem... Zu den Katakomben zurück. Ich gehe jetzt einfach mal nach Osten. Oh, Spektralwolf. Da ist er. Aber da kommen wir nicht lang. Hä? Hier ist ein Pfeil nach oben. Eine böse Kraft pulsiert vom Spektralwolf-Kopf her. Okay, geht's nicht lang. Dann müssen wir doch nach Westen. Kabet ja nur versucht. Wenigstens wird es einem gesagt. Das scheint mir eine coole Mischung zwischen einem RPG... So ein bisschen Alundra-mäßig vielleicht sogar. Mit vielen interessanten Charakteren. Und halt eine Metroidvania zu sein, beziehungsweise eine Castlevania. Weil es ist halt schon sehr extrem Castlevania-Klon, ne? Muss man schon mal sagen. Was ja okay ist. Aber schauen wir mal. Mal schauen, was wir noch finden. Vielleicht finden wir ja sogar noch einen Boss. Aber ich habe meine ganzen Charges verloren. Oh, selbst die Mucke ist ein bisschen Castlevania, ne? Da kann ich nicht rein. Das ist zwar ein Loch, aber ich kann da nicht rein. Denn ich kann nicht kriechen. Wo war denn die Karte? War die hier? R2 ist Karte. Kann man da ein bisschen reinzoomen, Habibi? Ne. Oh. Okay. Wenn ich nochmal R2 drücke, wenn ich in der Karte bin, dann komme ich nochmal in die Karte. Und wenn ich dann nochmal R2 drücke, dann komme ich raus. Ah! Haha! Aha! Ein Secret Place! Liegt ein Antidot oder sowas? Pure Potion. Das ist ein Heiltrank. Kein Antidot. So, da ist ein Seil. Da ist ein Vogel! Hm. Was liegt da? Was war das? Wahrscheinlich Mana auf. Ach so, stimmt. Light Nails! Oh, ich wollte die in der Luft benutzen. Das konnte ich nicht. Hat jede Waffe einen eigenen Angriff? Achso, ich brauche 10 Punkte von den Charges. Ich dachte, ich brauche nur Mana. Okay. Hey, vielleicht finden wir ja noch einen Spell irgendwo. Ah, ist die Mühle. Diese Apparatur wird benutzt, um die Paneele zu öffnen. Sieht so aus, als würde ein Teil fehlen. Okay, was ist hier unten? Aha! Der nächste Dungeon. Diese Strömung ist zu stark, ich sollte da nicht durchgehen. Okay. Dann nicht. Ich höre auf das, was mir das Spiel sagt. Uah! Kann ich ertrinken? Ich krieg Schaden, wenn ich unter Wasser bin. Okay, aber ich sterbe nicht sofort.
Oh, ich kann sogar auf dem Seil schlagen. Der hat sich aber einen schlechten Ort für mich ausgesucht. Zack. Bam. Achso, wer hat ja Level Up? Was haben wir jetzt eigentlich bekommen? Ja, wir haben mehr HP, wir haben mehr Mana. Ich glaube, wir haben mehr Orbs. Attack und Defense ist gleich. Wahrscheinlich ist das gebunden an unsere Ausrüstung. So dass man zwar leveln sollte, damit man mehr Stats kriegt. Aber, also mehr HP und mehr Mana und so. Aber, oh, Bomben. Okay. Aber damit Ausrüstung trotzdem relevant bleibt und Erkundung damit relevant bleibt, haben sie es wahrscheinlich so gemacht. So, verreck. Ah, der schmeißt schief. Was für Bengel. Ich sterbe. Ich will noch rausfinden, auf jeden Fall, was gleich passiert, wenn ich sterbe. Oh, voll in die Kniescheibe geschlagen. Man kriegt schon ganz gut Geld, ne? 50 Gold gerade gefunden. Das ist nochmal Geld. Oh, ich nehme den Damage. Der kann auch keine Sekunde die Luft anhalten, der Typ, ne? Kann ich hier hoch? Ja. Das fällt ein. Ich fall rum. Ich renne um mein Leben. Ich will nicht ertrinken. Aha! Ist das jetzt nur ein Schatz? Kann ich da runter? Ach, falsche Taste. Laut Karte nicht, aber das muss ja nichts heißen. Ich gehe mal kurz da drüben den Schalter aktivieren. Kisten respawnen, wenn man den Raum verlässt. Okay. Das Wasser hört auf zu fließen. Das heißt, wir können jetzt an dem Wasserfall vorbei. Aber ich will wissen, ob ich da unten durch die Brücke durch kann, damit ich dann da nach unten falle. Geht nicht. Okay. Muss ich jetzt zurücklatschen? Wie so ein Bauer? Ja, die heißt mit Landwirt. Das hält mehr als einen Schlag aus. Das hält mehr als einen Schlag aus. Oh, das explodiert in drei kleine Teile. Ah! Achso, ich kann da nach unten schlagen. Das ist übrigens ganz nice, dass man das so nach unten schlagen kann. Boom. Boom. Ich habe gerade gekrittet. Mit den Items kann man also auch kritten. Das ist cool. Das Spiel macht sehr viel richtig. Ist halt ein bisschen klobig. Aber gibt ja bestimmt einige von euch, die das auch ganz gerne so haben. Die nicht die ganze Zeit nur am Rumspeeden sein müssen, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, was spielt man denn so? Was ist denn ein schnelles Metroidvania? The Nightwitch hätte ich jetzt als relativ schnelles Metroidvania gesehen. Oder vielleicht hier Hollow Knight auf jeden Fall. Eterna Noctis ist auch eher was Schnelleres. Was ist denn sonst noch so schnell in der Metroidvania-Szene? Metroid, wie heißt denn das neue? Metroid Dread heißt es, glaube ich. Also das Neue. Das Neueste. Das ist auf jeden Fall schnell. Und wenn du sowas gewohnt bist oder sowas halt lieber spielst, dann Damien's Tools. Ach, schön. Oh, der Geist! Hello, brave knight. Though I am a ghost, you need not fear me. My name is Damien Kutcher. I am one of many victims killed by the beast. My soul cannot pass on while the terror continues in these lands, but I sense that you can help. You found one of my tools. Keep it. There is another one missing I hope you can find as well. I believe you are the one who can destroy the beast. I give you my strength and support. And my axe. Strength? Ja, passt schon. Strength up. Can be summoned in any situation when Metroid has enough mana. Okay, wir haben ein Spell. Und was tut das? Kann ich das jetzt nachlesen? Ich meine, es wird wahrscheinlich meinen Damage erhöhen. Relics? Ach, Relics sind Quest-Items. Ah, nee. Allows to use the Helper's Ghost Damien Couture Strength Up. Ah, I see. Aber was das macht, weiß ich trotzdem nicht. Hab immer noch 5 Attack. Keine Ahnung, vielleicht mache ich jetzt trotzdem mehr Schaden. Aber das hilft mir jetzt wahrscheinlich hier oben trotzdem nicht mit der Mühle, ne? Nope. Okay. Gehen wir mal nach links weiter. Kann ich hier wieder runter? Ne, da komme ich nicht hoch. Da fehlt mir noch die entsprechende Metroidvania-Fähigkeit.
Hätte ich da jetzt noch was finden können, ist die Frage. Weiß man jetzt nicht, ne? Hätte jetzt aber eher gesagt, nein. Gucken wir mal. Wenn ich hier... Ich will doch raus. Okay, die Karte ist noch verbuggt. Immer wenn man rausgehen will, dann bleibt man da auf jeden Fall drin. Nein, stopp! Bam, bam, bam. Ich weiß noch nicht, was das genau tut. Hirsch! Geil, ich habe einen Steak draus gemacht. Ach so, ich mache dann Feuerdamage scheinbar. Ah. Das heißt, ich müsste dem ja jetzt eigentlich ziemlich viel Schaden machen. Als uns gerade ausgelaufen. Toll. Ah! Es kommt! Vielleicht kann ich damit den Spektralwolf wegschlagen, weil ich jetzt Magieschaden mache mit meinen Angriffen. Das müssen wir mal ausprobieren. Und wir haben 300 Gold. Das heißt, wir können uns jetzt die Karte kaufen. Frag mich auch, was das bringt, weil eigentlich ist ja das Ziel von der Metroidvania, sich umzugucken. Und wenn mir jetzt die Karte revealed wird, dann habe ich ja keine Übersicht mehr. Weil ich ja dann gar nicht weiß, wo ich schon war. Ich kauf's einfach mal. Ja, kein Ding. Danke. Danke für die Karte. Lass mich mal sehen. Ah, so ist das dann. Die Bereiche, die man noch nicht erkundet hat, die sind dann ausgegraut. Okay. Sehr schön, so muss das sein. Dankeschön, Spiel. Ich finde, es hat auch ein bisschen was von King's Quest, ne? Von den alten King's Quest, so vom Feeling her. Und auch von der Musik und von den Artworks und allem. Aha, guck mal. Jetzt leuchtet er hier. Ich mache jetzt deinen Spell und dann schlage ich den. Aha! Und ich habe den bösen Geist bezwungen. Au. Ich dachte, ich kann mich da drunter durchducken. I was fooled. Ich nehme aber auch jeden Damage gerade mit, ne? So, Skelebro. Haha! Haha! Was? Ach, da ist eine Plattform. Das habe ich nicht gesehen. Ich schlag den! So, der Vogel da oben kann mal sitzen bleiben. So, werden jetzt wahrscheinlich gleich sterben. Und das würde ich jetzt tatsächlich auch noch durchziehen. Was ist denn hier? Okay, warum bist du hier allein im Keller? Hallo, junger Ritter. Mein Name ist Rosalie Rujon. Ich verstecke mich hier, seitdem das Biest aufgetaucht ist und diese bösen Kreaturen, die das Areal infiltrieren. Das weiß ich nicht, ob ich das aussprechen kann. Mein Sohn, der in der Nähe der Joseph de Saugieu Taxidermie Galerie getötet wurde. Ich würde gerne den Ring sehen, den er getragen hat. Es würde mir Frieden bringen. Ist eine Taxidermie? Ist das ein Gerber? Oder nee, ich glaube ein. Ist das ein Tierausstatter? Also als Ausstopfer hier? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist ein sehr spezifisches Wort. So, ich würde mich gerne mal umbringen lassen, wir wissen, was passiert. Halt! Ach shit, ich wollte nochmal nach meinem XP gucken. Game over. Boom, bang, pow. Continue. Okay, habe ich jetzt die Karte? Nein. Okay, also an den Speicherstatuen speichert man da... Okay, du speicherst da nicht nur, wenn du dran vorbeiläufst, du musst aktiv nach oben drücken. Das heißt, der gesamte Content, den ich jetzt gemacht habe, der ist gone. Wir haben die Magie nicht mehr. Wir haben nichts mehr. Okay? Das heißt, wenn ihr das dann selber spielt, wenn euch das gefallen hat und das Spiel irgendwann rauskommt, wann auch immer das sein wird, immer schön speichern, Leute. Okay, ich würde sagen, das war ein guter Ersteindruck. Ich finde das Spiel eigentlich ziemlich nice. Das macht schon Spaß. Kein Autosave finde ich ein bisschen hart im Jahr 2024, aber gut. Ist halt Retro, ne? Muss man mögen. Und muss man mit leben. Wie gesagt, mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr könnt eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst jetzt auf jeden Fall mal noch ein Abo und ein Like da. Das hilft mir mit dem Algorithmus. Und ihr kriegt dann Infos über Metroidvanias. Gut, sehen wir uns in der nächsten Folge, wollte ich fast sagen. Im nächsten Video. Und dann ciao.